Das bringt dir doch nichts. Aber sonst geht's ja noch gut, oder? Ach so, der war hier gelegen, den haben wir schon ausgenommen. Naja. Dann haben wir ihn hier, Knochenmehl, Gold. Das Schwert darfst du behalten. Schenke ich dir, darfst du mit ins Grab nehmen. Gold, Knochenmehl und meine zwei Pfeile. Dann haben wir den komischen Hoden von Vampir. Mein Todespfeil. Die Vampirstiebel, die nichts wert sind. Die Vampirrüstung. Naja. Dann haben wir ihn noch mit Gold. Und den Rest könnt ihr behalten. Frostresistenz und Feuerresistenz. Auch das noch. Das kommt ein bisschen später. Ja. Zwölf Pfund, 100 Gold wert. Ach du ahnst das nicht. Guck dir das an. 7 Mark Gold. 9 Mark Gold. 12 Mark Gold. Die 9 Pfund und 13 Gold. Die Stiefel. Ach, den hat man doch schon. Ich will doch den haben. Alter, noch zwei Hände. Nein, das war der hier. Gold, Stahlkriegsaxt. Ach, herrje. Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Du kannst mich mal hier kreuzweise. Und zwar. Oh, hier haben wir noch. Hier haben wir noch hier. Vielleicht gibt es heute. Was bist denn du für ein Vogel? Ja, von mir aus, soll mir recht sein. Ich hab was Schönes für dich, pass mal auf. Wenn dir das nicht reicht, kann ich noch mal einen Eierschäler aus der Hose ziehen. Dann schäle ich dich aber aus deinem Frack. Das Gold nehme ich dir ab. Hier liegt noch ein Pfeilchen von mir. Was hat denn der? Stahlkriegsaxt. Wurscht. Was hat er? Gold. Und er? Rickers Pfeil des Todes. Der junge Vampir hat auch noch mal einen Pfeil von mir dabei. Wo geht's jetzt eigentlich lang? Da lang oder da? Oh. Hier haben wir noch Blitzresistenz zweimal und einen Deller. Aber wenn ja sonst keine. Egal. Aber die Axt gefällt mir. Ich glaube, da müssen wir hier mit Ding arbeiten. Ihr seid weit gekommen für einen Sterblichen. Aber könnt ihr es mit meinem inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Scheiße, Mann. Innere Zirkel ist gut. Was macht man denn da am Blödsinn? Wenn sich das Arschloch nicht ständig bewegen würde. Euch nur nicht zu früh auf die Schulter, Wurm. Oh. Hat er ins Gras gebissen? Das kommt nicht durch die Tür. Batsch.
Deswegen, reißt ihr die Augen aus dem Kopf. Deswegen liegen hier auch die Tränke. Feuerresistenz und so. Hallo, mein Freund, du bist so tot. Hoppala, der war zu hoch. Und jetzt? Das war's schon. Ach, herrje. Du hast dein ganzes, deine ganze Energie verschwendet, mich aufzuhalten. Das hat nicht funktioniert. Gold und mein Ebenerz-Kriegshammer. Für 1700 Öcken. 8 Gold, großer Seelenstein. 9 Gold. Naja. Das nehme ich mit. Wenn man Stümper anheuert, kriegt man auch nur stümperhafte Arbeit. Das ist nun mal so. Hier, Gold, mein Todespfeil, den Rest kannst du in die Haare schmieren. Eigentlich dürfte hier gar keine mehr am Leben sein, sonst hättest du ihr hier... Ebenerdschwert der Stürme. Alles klar. Ihren Schädel nehme ich auch mit. Was hat sie denn noch? Ektoplasma und Gold. Die Truhe. Keine Falle. Mach mal auf. Granatstein. Mächtiger Seelenstein mit mächtiger Seele. Wer hätte das gedacht? Große Alchemie. Stahlhelm. Die goldene Halskette. 10 Gold. Die Legende des Haus. Kratelli. Aha. Tätrische Gauntlets. Ja, das ist nicht von mir. Das sind die Dinge, wo ich anhab. Allerdings etwas anders in. Was war das? Das ist Lilla, glaube ich. Eisentür öffnen. Was war denn das jetzt gerade? Achso, schließen. Was haben wir denn da hinten noch? Haben wir da noch was? Nö? Ich denke, wir können wieder aufrecht gehen wie ein normaler Mensch, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und solange ich mir nicht sicher bin, gehen wir im Schleichmodus. So einfach ist das. Türe entriegeln und Eisentür öffnen. Oh, guck mal, was da liegt. Ein Stahlhelm für 125. Neunmal Gold und mein Pfeil hätte ich gern wieder. Du halbes Hemd. Ich hänge fest. Das hast du jetzt davon. Du. Oh, 720 und 2 Pfeilchen von mir. Himmelsrand. Deswegen. Solange ich nicht weiß, ob da noch Gegner sind. Das ist ein Scherz, oder? Ich kriege mir nochmal vor Lachen.
Oh, guck mal hier. Elfenstreitaxt. Feuerresistenz. Hier ist nichts. Da haben wir noch ein... Boah, alter. Zaubertrank der kräftigen Magie. Seelenstein, großer. 18 Gold, Elixier der Feuerresistenz. Eisenpfeile, bebänderte Eisenrüstung für 200. Allerdings auch... Oh, eben Erzhelmchen. Für... Alter. Wie soll ich da jetzt runterkommen? Springen. Ja, runter kommst du auf jeden Fall, nur nicht hoch. Man, was macht dann eigentlich der Balken für einen Sinn? Wenn man eh nicht hochkommt. Ne, Moment mal. Da hinten sind wir daheim. Sowas brauche ich. Genau sowas. Naja. Egal. Ich habe meine gefunden. Beziehungsweise gefunden ist gut. Ich habe irgendwas gefunden und habe es zusammengetackert. Drei Teile. Der Pfahl, die Laterne und das Licht. So. Einmal die Karte aufrufen. Dann gehen wir noch. Übergib die Reste. Kehre zu Falk Feuerbad zurück. Könnte ich vielleicht zum Blauen Palast? Wäre das möglich? Danke. Nein, wir übergeben die Reste hier erst einmal dem komischen Priester, dem Pfaffen. Gisli. Ist die Tür. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ich habe die Überreste. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich habe Putemas Überreste. Mein ganzes Leben. Ich glaube, ich wurde hierher geschickt, um diese... Meine Bücher erzählen die Geschichte. Ich habe die Überreste. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Falls Falk es nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Ah, ja. Diese Richtung, hoch zu Falki Feuerzwerg. Und ihm sagen, dass Potema und so... Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Was liegt denn da am Boden? Wahnsinn. Liegt er sich hier mitten auf dem Weg, oder was ist sie? Ihr habt Himmelsrand von einer großen Bedrohung befreit. Ach so. Ihr habt dieses Land gerettet. Und unser aller Seelen. Genau. Bei manchen Seelen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie eigentlich retten sollte. Erzähl. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe mich um Potema gekümmert. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Egal, wen man im Krieg unterstützt, Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Echt? Ohne euch wäre das eine Katastrophe geworden. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken.